Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft. Oh, und Leute, was ich schon direkt gesehen habe, als ich hier wieder hinkam, ist, dass der liebe Dr. S. Orb hier schon teilweise weitergebaut hat wieder. Hier ist jetzt dieser Kurve auch da, hier schon. Außerdem hat er diesen Sonnenkristall hier reingebracht. Mega cooler Sound, Leute. Das heißt, hier oben ist irgend so ein wirbeldirbelndes Ding. Und hier unten ist jetzt dieser Sonnenkristall. Und hier, Leute, letztes Mal ging es ja nur bis hier ungefähr mit den Teilen. Das heißt, dieser Bogen hier war noch gar nicht da. Jetzt hat er hier schon mit dem Bogen weitergemacht, Leute. Was ziemlich cool ist. Wir machen richtig gute Fortschritte, sodass wir bestimmt bald wieder in die normale Welt können. Und darauf freue ich mich. Ultra krass, Leute. So, aber das ist egal. Denn, Leute, wie ihr seht, ich habe meine Swift Pick endlich auch mal repariert. Das geht nämlich ganz einfach. Dafür braucht man einfach Skabisten. Was das sind, kann ich euch mal gerade zeigen. So, und zwar das hier. Davon hatten wir einige. Und die habe ich... Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ja. Oh, und die habe ich davon teilweise verwendet, damit wir die wieder benutzen können. Ich habe sie jetzt einmal benutzt, um die schwarze Schalkerkiste abzubauen, Leute. Aber was ich heute vorhabe, und zwar, wenn wir in die normale Welt gehen, dann brauchen wir schon noch ein bisschen Ausrüstung, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich beschlossen, heute in die andere Welt zu gehen, weil dort waren wir noch nie wirklich in der Höhle. Und ich hoffe, dort gibt es einige coole Materialien. Das heißt, heute möchte ich gerne in der anderen Welt nach Materialien suchen, die wir benutzen können und mitnehmen können, die vielleicht auch eine stärkere Rüstung hervorbringen, weil unsere Rüstungen sind irgendwie alle fast kaputt. Und ja, das ist jetzt nicht gerade so gut gelaufen, wie wir vielleicht dabei dachten. Deswegen sollten wir unbedingt da neue Rüstungen suchen. Weil wenn wir uns Erebos ohne Rüstung stellen müssen, weiß ich schon, wie das enden wird. Und diesmal wird es dann garantiert so enden, dass die Planetensaga damit dann vorbei ist. Und das fände ich dann nicht so lustig, Leute. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Mine bzw. eine Höhle in der anderen Welt suchen. Das Problem hier ist, hier gibt es zwar Höhlen, aber die Materialien sind nicht die besten dort, Leute. Das müsst ihr auch zugeben. Also sollten wir hier in der Welt eigentlich nicht unbedingt unsere Zeit damit verschwenden, Höhlen zu suchen. So, ich bin gespannt, ob immer noch dieses Halloween-Outfit ist. Nein? Jetzt schon nicht mehr. Einen Tag nach Halloween ist es schon nicht mehr. Okay, die sind ziemlich up-to-date. Schade. Schade Schokolade. So, wo gehen wir am besten dafür hin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde einfach mal nach hinten gehen. Vielleicht auch dort, wo wir dieses eine Teil gefunden haben, was wir brauchten damals. Wisst ihr, da wo der Altar war, meine ich. Da, das hatten wir ja dann doch gefunden. Und vielleicht finden wir dort auch eine Höhle. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr gut, Leute. Irgendwie diese Geräusche hier sind auch nicht mehr so cool. Also Halloween-Event hier war schon ziemlich nice. Gut, die orangenen Blätter waren cool. Gut, dieses Lila von diesen Wurzeln war jetzt nicht so gruselig oder so. Aber guck mal, da ist so ein kleiner Knilz. Hallo! Leute, aber ich finde jetzt hat das langsam schon so ein bisschen an diesem Gruselfaktor, den wir anfangs hier hatten, verloren. Einfach weil wir jetzt hier schon so oft waren und so viel erlebt haben, glaube ich, dass uns das hier einfach keine Angst mehr einjagt. Hey, kleiner Knilz! Nein, hau nicht ab, bitte! Ich kenne Maddy! Ich bin ein Freund von Maddy! Ey, das ist unfair! Oh Mann, an den kommt... Ja, warte, warte, warte! Warte! Oh, hier sind ja zwei davon! Ey! Okay,
Okay, ich glaube, die wollen nicht mit mir reden, aber die machen lustige Geräusche. Oh, hier sind wieder diese Polarlichter. Hier sind immer noch diese Strahlen. Was zur? Okay. Leute, in der letzten Folge haben wir auch übrigens Herzbehälter dazu bekommen. Was ziemlich cool ist, da wir jetzt dort dadurch mehr Leben haben. Das heißt, wir haben quasi nochmal eine Herzensreihe komplett neu dazu bekommen, was megamäßig cool ist. So, davon ist es auch schon. Ich hoffe einfach mal. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass dort irgendwas noch kommt, was uns was nützen kann. So, hier sind irgendwelche Säulen. Ist hier auch irgendwie was? Nein, wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir hier noch ein bisschen weitergehen. Nochmal hier in der Gegend das erkunden alles. Wenn mal kurz dahin. Da steht ja auch immer noch Crowley. Hallo Crowley. Ich wollte nur gucken, ob hier vielleicht irgendwie eine Höhle ist. Okay, da sind die Piranhas. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal diese seltsame Säule, die wir mal abgebaut haben und wo irgendwie nichts Großartiges rauskam. Oh nein. Okay, sieht, was ist. Hier ist irgend so ein Nebel. Hallo? Oh mein Gott, der greift uns an. Oh mein Gott, der hat uns vergiftet. Oh nee, okay, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Nein, der folgt uns, verdammt. Leute, warum musste ich auch dahin gehen? Warum bin ich so doof und gehe dahin? Hilfe! Oh nein, nein, das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Werden wir immer noch verfolgt? Und jetzt nur noch von dem. Okay, wieso laden hier manche Chance einfach nicht? Ey, was bist du denn? Hä? Wisp? Okay, wir haben gerade eine Wisp bekommen. Okay, cool. Ja, Stuff. Okay, einfach mal mitnehmen, Leute. Kann ja nie schaden. Was ist das hier? Mann, das kann man gar nicht abbauen. Ich will wissen, was das ist. Oh nein, da ist nochmal so ein Nebel. Och nee, tschö. Okay, die Frage ist, waren wir hier schon mal? Pass auf, jetzt wird das doch eine Erkundungsfolge, weil wir einfach wieder keine Höhle finden. Hier sind die Pilze, die nicht gut zu essen sind. Sag mal, wieso finden wir hier keine Höhlen? Hallo? Höhle gesucht? Planet sucht Höhle, neue Serie, Leute. Hallo? Es kann doch nicht sein, dass es hier keine einzige Höhle in dieser blöden Welt gibt. Ich weiß doch, dass es Höhlen gibt. Aber warum nicht bei uns? Was ist? Hier ist eine kleine Fliege. Okay. Lustig, lustig. Und oh mein Gott, den habe ich nicht kommen sehen. Da bin ich ganz. Da taucht er auf einmal auf und brüllt hier rum. Okay, hier sind wieder diese Ball of Sap Bäume. Das, wir wissen ja jetzt zum Glück, dass diese Ball of Saps bei uns nie wieder knapp werden. Das ist ja schon mal das Positive. Also, übrigens, Leute, was ich mal ansprechen wollte. Und zwar wollte ich demnächst ein FAQ-Video machen. Das heißt, ein Video, in dem ich eure Fragen beantworte.
Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr auf meinem Discord-Channel seid, könnt ihr die auch gerne in den FAQ-Channel schicken. Und dann werde ich die demnächst in einem Video beantworten. Nur so zur Info, falls ihr Fragen irgendwie mal an mich habt oder so, dass ich die dann für euch mal beantworten kann. Also alles, was euch irgendwie interessiert, so über mich, über diesen Kanal, über folgende Projekte oder sowas, könnt ihr da gerne reinfragen. Und ich guck dann mal, dass ich das beantworte. Und hier sind komische Sumpflande. Irgendwie habe ich Lust, die zu erkunden, Leute. Ihr seht auch dieses komische Gebäude, oder? Holy, die machen alles matschig. Habt ihr das gesehen? Die machen das hier matschig. Darauf kann man kaum laufen. Sludgeball. Da ist irgendein Gebilde oder so. Oh nein, oh nein. Lol. Oh mein Gott. Ha! Idioten! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben meine Rüstung kaputt gemacht. Oh mein Gott, nein, ich... Auf diesem Boden kann ich normal laufen. Was haben wir hier bekommen? Okay, Leute. Jetzt haben wir ein klitzekleines Problem, wollte ich nur mal so sagen. Och nein, nicht mein Blut trinken. Hör auf damit. Das ist so ein Spawner. Hep, hep. Oh nein, Hilfe. Oh lol, hier ist irgendwas. Aqua Middle Gem Ore. Okay, klingt gut. Okay, diese Lande sind echt nicht gut, um hier irgendwas zu machen, muss ich ehrlich zugeben. Oh, hier ist irgendein grünes Unterwassererz. Green Middle Gem Ore. Und hier ist ein rotes Middle Gem Ore, okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir auch wieder zurückkommen. Ist das Problem... Nein, ach nein, warum portet ihr denn immer? Blind Scheißviecher, Mann. Matt, bah. So, jetzt lass mich hier raus. Wie lang geht dieses Gebiet denn? Oh nein, wieso? Oh nein, oh mein Gott. Oh nein, Leute, worauf habe ich mich hier eingelassen? Oh mein Gott, nein. Gott, was ist hier?
Okay, irgendwie kann man sich hier doch fortbewegen, bestimmt. Ich könnte mich drunter hergraben. Aber dafür habe ich keine Zeit. Wieder so, Leute, hier ist echt Jump'n'Run quasi, so wie der Boden ist Lava. So. Leute, was ist, wenn wir dieses Land überqueren? Oh, verdammt. Haben wir dann irgendwie eine Auszeichnung dafür? Das war dumm. Das war echt dumm. Das war dumm. Gott sei Dank. Das war schlau. Das war sehr schön. Oh nein, oh. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Und, oh nein, oh Hilfe, Leute. Wir haben es fast geschafft. Verdammt nochmal. Oh, hier drunter ist normale Erde. Okay. Okay, jetzt den Boost von dem Fisch nutzen. Komm, greif mich an. Och, greif mich doch an, du blöder Fisch. Weißt du, diese Piranhas sind echt blöd, Leute. Ja, wow. Wie kann der mich einfach in die Erde porten? Okay, ich habe ihn gerade nach da oben geworfen. Leute, wir hätten vielleicht dieses Schwert häufiger mal einsetzen sollen. Oh mein Gott. Das war ein Abenteuer, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Das mache ich nie wieder, Leute. Immer wenn wir so einen Sumpf ab jetzt sehen. Ich werde ihn vermeiden, Leute. Ganz im Ernst. So. Jetzt haben wir aber wieder unser gutes, altes Fortbewegungsmittel namens Wurzel. Oh, verdammt. Zu spät gezogen, das Schwert, Leute. Ich gebe es zu. War mein Fehler. Nö. Du kommst nicht an mich ran. Du auch nicht. Haha. Weggeschoben. Aber hier gibt's halt keine Höhlen irgendwie. So, gehen wir halt wieder über die Wurzel. Ey, diese Welt besteht gefühlt nur aus Jump'n'Run, Leute. Ich bin wahrscheinlich jetzt der Jump'n'Run-Profi. 9000, Leute. 9000. Hier ist auch, glaube ich, nochmal so ein Mudball-Baum. Aber in anderer Ausführung. Cool. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir hier noch gebratene Froschschenkel.
Davon geht irgendeine Aura aus, Leute. Ich zerstöre diese Teile jetzt einfach. So, okay, Hallöchen. So. Ey, Kumpel. Wir haben eine Höhle gefunden. Ja, nice. Hallo. Boah, hab ich mich erschrocken. So einer wie von diesem, von Grimli, genau. Wir haben Stalaktiten, irgendwie Pebble. Oh mein Gott, Leute. Das könnte interessant werden. Warte, was braucht man hier nochmal für die Fackeln? Keine Sorge, ich guck mal. So. Man braucht wahrscheinlich. Ja. Mit Glück haben wir ein paar Weedwork Plants noch hier. Ah. Perfekt, Leute. Wir haben sehr, sehr viele Fackeln. Ihr habt das gehört, oder? Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Wilderness? Nein, hier will ich doch gar nicht hin. Das sieht vielversprechend aus. Hier ist irgendein Erz nämlich. Erz, interessant. Simmerite. Oh mein Gott, Leute. Die Höhlen hier haben schon etwas Gruseliges, muss ich schon zugeben. Gut, davon haben wir jetzt genug. Hier sagt irgendwo jemand was, oder? Boah, was ist das? Achso, Octine. Das haben wir doch auch auf der anderen Seite, oder? Hier ist so eine komische Guffe. Ach, ich hab gar nicht diesen Mod drauf, verdammt. Hier ist so ein komischer Boden. Ah doch, wir waren sogar schon mal in der Höhle, fällt mir doch gerade wieder ein. So. Oh mein Gott, ich bin ins Wasser gefallen. Ups. Okay, die machen Schaden. Hier ist überall Wasser. Wieso?
Wieso ist hier überall Wasser? Da geht's aber weiter. Wie der sich auf einmal von der Decke, von der Wand da gelöst hat, Leute. Das habt ihr gesehen. Ausleuchten. Oh mein Gott. Da kommt ja noch einer. Sag mal, wie viele seid ihr denn? Okay, okay, ich kann gerade keine Fackel platzieren. Angriff hier. Oh, hier ist noch irgendwas. Ah, hier sind wieder diese Skabisten. Das ist gut, dann können wir diese Spitzhacke nämlich immer reparieren. Ist wieder Octane-Ohr. Jetzt können wir uns aber hier richtig leicht fortbewegen, ist das Schöne. Und tipp, gehen wir hier hoch. Boah, wie groß ist denn diese Höhle? Hier kann man bestimmt auch Rüstungen draus machen, Leute. Das können wir in der nächsten Folge dann mal gucken. Rüstung, hoffentlich. Und hoffentlich ist die auch relativ stark. So. Leute, wird wahrscheinlich eine XXL-Folge. Boah, ey. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Hier ist eine Schlucht. Und hier ist Skabist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man daraus ja doch eine Rüstung machen irgendwie. Eine Skabistenrüstung wäre echt cool. Oh mein Gott, hier geht's ja noch weiter runter. Nein, ich höre dort Zombies, das gefällt mir nicht. Also gehen wir noch weiter runter. Was ist das?
Spektro-Seeds? Einfach gerade mal alles einsortieren, Leute. Wieder Wasser. Boah, hier ist noch so eine Art Schlucht oder so. Oh mein, oh nein, hier ist es schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Meine Hose, oh nein. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt hier irgendwo runter. Oh mein Gott, sag mal, wo sind wir denn hier? Das wird echt eine XXL-Folge heute, Leute. Also lasst unbedingt dafür mal einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Oh nein, oh nein. Wo bin ich? Okay, ich wollte gerade schon sagen, oh nein, es war schlecht hier. Oh nein, sag bloß, hier war ich schon. Tatsächlich. Ich bin hier wieder. Okay, pass auf. Kannst mir eh nichts haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Verdammt. Nein, nein, nein. Verdammt! Okay, Leute. Das soll's dann aber auch mit dieser Folge gewesen sein. Leute, lasst unbedingt einen dicken, fetten Daumen nach oben für diese XXL-Folge da. Und Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch auf jeden Fall den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!